Das Café Gesundbrunnen in Hofgeismar ist seit 20 Jahren ein Treffpunkt für Eisenbahnfans. Die Modellbauer Jens Bönning aus Hamburg und sein Bruder Jörg Bönning aus Darmstadt, in Hofgeismar unterstützt von Kollegen aus Liebenau und Grebenstein, bauen mehrmals im Jahr in sozialen Einrichtungen ihre Modellbahnanlagen im Gartenbahnformat auf. Ziel ist es, Kinder und Familien in diese Einrichtungen, wie die evangelische Altenhilfe in Hofgeismar, zu bringen und diese für die Öffentlichkeit zu öffnen. Im Vordergrund steht das gemeinsame Spielen, das übrigens kostenlos ist. Auf der liebevoll mit Details ausgestatteten Anlage wurde bisher im Kreis gefahren. Diesmal aber wurde eine lange Strecke mit zwei Endbahnhöfen aufgebaut, wo jeweils rangiert werden muss, was einiges Geschick erfordert. Im Freien geht's noch größer zu. Dort ist eine 5-Zoll-Eisenbahn mit 127 mm Spurweite aufgebaut. Zwei unter anderem aus Legosteinen, Holz und Metall selbstgebaute Elektroloks ziehen die Züge. Auf knapp 100 Meter Gleisstrecke können Kinder und Erwachsene dort sogar mitfahren. Erstmals ist auch eine echte Dampflokomotive dabei, gebaut nach dem Vorbild einer amerikanischen Stehkessellokomotive. Das Modell im Maßstab 1 zu 12 wird mit Gas befeuert. Der Wassertank fasst 60 Liter, was für etliche Runden reicht. Das Steuern der Lok erfordert ständiges Nachregulieren. Ein junger Besucher meinte, ihm gefielen die E-Loks besser, die machten nicht so heiße Sachen. Die Anlagen sind am Pfingstsonntag und Pfingstmontag jeweils noch von 11:30 Uhr bis 18 Uhr am Hofgeismarer Gesundbrunnen zu erleben.